Hallo und willkommen bei den HowToBuddies. In diesem Video möchten wir euch zeigen, wie ihr auf eurem Xiaomi Redmi Note 13 Pro Apps Ordner bzw. App Ordner erstellen könnt. Unser Startbildschirm sieht auf jeden Fall schon recht wild aus, also da ist viel los und um das Ganze nun besser anordnen zu können, können wir die Apps so in die Hand nehmen, indem wir lange drauf tippen und dann so ein bisschen bewegen. Nun haben wir auch schon die Möglichkeit, die App zu platzieren, wo wir möchten, außerdem über den linken Bildschirmrand auf die zweite und erste Seite und so weiter, über den rechten Bildschirmrand, über die zweite, dritte oder auf eine neue Seite und dann eben dort fallen lassen, wo wir sie haben möchten. Das können wir natürlich mit allen Apps so machen, als auch hier mit den Widgets. Um nun einen App-Ordner zu erstellen, nehmen wir die App wieder in die Hand und ziehen sie einfach auf eine andere drauf und lassen sie dort dann fallen. So entsteht dann ein Ordner, da können wir auch beliebig viele Apps reinziehen und auch beliebig platzieren. Innerhalb des Ordners. Dieser wird jetzt einfach so benannt, wie das Handy das für richtig hält, können den Ordner jedoch auch umbenennen, wie wir das möchten. Und auch den Ordner können wir dann rumschieben. Um den nun wieder aufzulösen, nehmen wir die App wieder in die Hand, ziehen sie einfach raus und platzieren sie außerhalb des Ordners. So, dann ziehen wir auch noch die vorletzte App raus. So, jetzt haben wir nur noch eine App im Ordner, eigentlich total unnötig. Also wenn wir die noch rausziehen, dann verschwindet auch gleich der Ordner. Ich hoffe, dieses Video zum Apps-Ordner bzw. App-Ordner erstellen auf eurem Xiaomi Redmi Note 13 Pro hat euch gefallen und geholfen. Hinterlasst uns gerne einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns auch schon im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.